Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 HD Remake hier bei Crash Modific 89. Etwas Unbekanntes scheint uns in Uranai Babas Palast bevorzustehen. Was es wohl ist, wir sehen uns das am besten gleich an.貴様、確か前にもあったな。そうだ。妙な変身をしたやつだ。バカなやつだ。あの時の魔人ブートは根本的に次元が違うのがわからんのか。ははっ、偉そうにしてられんのも今のうちだぞ。こっちはものすげえパワーアップアイテムを用意してんだ。 ごはん、受け取れ。え、しまった。取るのに失敗した。拾え、早く。そいつを右の耳につけるんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体。 そんなことをしても無駄だとは思うが、一応邪魔させてもらおう。なんだ、フュージョンしたチビたちが元に戻っちまったみてえだな。チェッ、ちょっとがっかりだな。それならご飯だけでも勝てちまうぞ。もしもの時のために 保険をかけておいてよかったよ。え？うわ！そんな！ご飯を吸収するなんて、そりゃねえだろう！うわ！これはいい！ Oje, nicht gut. Ja, jetzt kommen wir zu dem Storypunkt, wo eigentlich, ja, Son Gohan gegen... Oh, da ist noch was? Warte mal, das kann ich ja aufspüren. Irgendwo war da was. Was gespürt hätte. Hä? Da. Können wir auch gleich dorthin reißen. Da ist irgendein Gegenstand. Mr. Satan. よってサタンしかいねえなんて、どうする。ダメだ、サタンとじゃ千の力が千一になったって勝てやしねえ。いや、下手すると今より弱くなんじゃねえか。こうなったら一か八かだ。サタン受け取れ。 Aber davor? Was ich sagen wollte, aber vorher noch, bevor er Mr. Satan jetzt die Potaras übergibt, spürt er jetzt eine andere Energie. Mr. Satan checkt jetzt nicht, was abgeht. Also das war jetzt nur ein zusätzlicher Storypunkt, den man noch sich angucken konnte, weil es ist ja so, Son Gohan hat ja, also Son Gohan hat ja jetzt eigentlich nochmals gegen Super Buu gekämpft, weil ja die, weil er sowohl Trunks als auch, da ist noch etwas, das gucken wir uns auch noch schnell an.
Tenshin Han? Ich fühle eine starke Energie in dieser Gegend. Vielleicht ist es die Tenshin Hans? Tenshin Han ist ohnmächtig. Was soll ich nur tun? Er hatte auch versucht, Son Gohan zu retten, aber da ist einiges schiefgegangen, weil es heißt ja auch, Tenshin Han würde nach der Cell-Saga sich nicht mehr mit den anderen Z-Kämpfern treffen wollen. Aber, tja, er bekam doch noch am Abschluss einen Auftritt. Und ja, wie ich schon sagen wollte, nachdem ja Trunks und Son Goten ja fusioniert sind, um gegen Buu anzutreten, hätten sie ihn auch beinahe schlagen können, weil sie auch als dreifacher Super Saiyajin gekämpft haben. Aber dann hat die Fusion leider schon vorher aufgehört, bevor sie es zu Ende bringen konnten. Und ja, dann tauchte auch noch Son Gohan auf. Und dank des Trainings des Kaioshins war er auch Super Buu weitaus überlegen. Doch dann, gerade als die Jungs wieder fusionieren wollten, um Son Gohan den Kampf wieder abzunehmen, hat leider Buu die Chance genutzt, die fusionierten Jungs zu absorbieren und ist so stärker geworden und hat ist dadurch jetzt auch noch stärker an Son Gohan geworden. Doch dann ist er zum Glück noch Son Goku aufgetaucht, der mit Hilfe der Potara-Ringe eigentlich mit Son Gohan fusionieren wollte. Aber die Fusion hat ja schon vorher aufgehört bei den Jungs, also auch im Inneren von Buu. Und somit ja, ist er wieder schwächer geworden. Da waren sie sich jetzt schon wieder siegessicher, aber leider Gottes wurde er bei dem Angriff, nachdem er Tenshin Han auch ihn angegriffen hat, damit er Son Gohan vor Schaden, vor retten. Nachdem er Tenshin Han angegriffen hat, da er Son Gohan retten wollte, hat er ihn auch ein bestimmtes Stück abgeschnitten. Und dieses eine Stück hat er genutzt, um noch Son Gohan zu absorbieren. Er hat ja nämlich auch Piccolo zusätzlich absorbiert, damit er die Intelligenz von ihm hat. Und ja. Jetzt wollte Son Goku zuletzt noch Mr. Satan die Potara-Ringe übergeben, aber jetzt hat er eine andere Energie gespürt. Sorry, das hat jetzt etwas lang gedauert, das zu erklären. Sehen wir uns das jetzt am besten an. Vegeta! Yatta! Yappa so datta! Kakarotto? Zikan ga ne! Vegeta! Damatte koitsu wo migi no mimi ni tsukete kure! Tanomu! Naze da? Koitsu wo omei mo tsukeriba! Ora to omei to gattai dekin da! とんでもねえ力を持った戦士が生まれる合体だとふざけるな。なぜ俺が貴様なんか。断る。おめえなら多分そう言うだろうと思ったけどよ。それしかねえんだ。魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらい。された方がマシだ。ベジータ、ワンクスは奴に吸収されちまったんだぞ。ベジータ。起こせ、早く。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。Und jetzt kommt die Fusionierung zu Yosha! Vegeta to Kakarotto ga gattai shiteru. Vegito tte tokoro kana. Mitsuketa zo. Ja, jetzt bekommen wir noch als Kill die Fusion zu Vegeto. Die umfasst gleich die gesamte Skillbox. Ist auch klar. Weil jetzt kann man dann mit Hilfe der Potara als ultimativer Angriff, wenn auch das Action-Kommando stimmt, was dann zusätzlich kommt, wenn man den Gegner im Hypermodus angreift mit einem als Super-Angriff, dann kann man dann zu Super Vegeto fusionieren. Aber da muss das Action-Kommando stimmen. Wenn das geklappt hat, dann wird man zu Super Vegeto, also beziehungsweise zu Vegeto alleine schon. Super Vegeto-Transformation gibt es natürlich auch noch. Und jetzt kämpfen wir den ganzen Kampf über gegen Super Buu mit, eigentlich gleich schon mit Super Vegeto.
それがどうした？Da wird gleich das Lachen vergehen, Bu, wie du dann sehen wirst. Obwohl er hat schon ziemlich viel Energie. Aber mit Vegeto müssen wir eigentlich sehr viel Angriffe drauf haben, also sehr viel Angriffskraft haben. Ja, das KMH, das zieht schon mal wirklich sehr viel ab. Wow, aber das war schon mal ein ziemlich genialer Angriff. Aber der gut, naja, der ist schon ziemlich zäh, der Gute. Na warte. Geisterkanone. Ja, die zieht besonders viel ab. Also bei solchen Angriffen, da bin ich mal zuversichtlich, dass wir das doch vielleicht schaffen könnten. Aber leider Gottes ist der gute Bu hier ganz schön zäh. Da muss ich mal auf einen Superangriff setzen. Ja, da wollte er auch selber schon einen einsetzen. Da muss man auch schon aufpassen. So, jetzt aber. Und? Was? Wie setzt man nochmal den Superangriff da ein? Shit. Alter. Jetzt reiz aber mal. Oh Mann. Shit. Oh, das war knapp. Aber jetzt bin ich erschöpft. Oh Mann. Das gibt's nicht. Ich verliere. Boah. Das ist doch nicht euer Ernst. Der macht aber auch extrem massig Damage, oder was? Na warte. Alter. Ja, das Geisterschwert, das habe ich endlich. Oh, jetzt muss das Action-Kommando stimmen. Jetzt kann ich endlich auch meinen ultimativen Angriff einsetzen. Oh, verdammt. Das ging schief. Verdammt. Jetzt wird er leider den Angriff ab. Also jetzt macht der ultimative Angriff weniger Schaden. Naja, macht aber trotzdem ganz schön gut Schaden. Weil ansonsten greift er normalerweise jetzt mit dem Geisterschwert richtig an. Na schön. Nächster Versuch. Oder vielleicht mein Drachensprint. Zur Abwechslung. Hoffentlich geht das nicht schief. Nein! War sowas von klar. Aber hier kriegst du... Alter! Ich hasse es, wenn er immer ausweichen muss. Alter! Hier kriegst du! Aber zum Glück machen die Angriffe wirklich massig Damage dieses Mal. Aber trotzdem ist es verdammt schwer, ihn zu treffen. Ihr seht es, leider aufgrund des höheren Schwierigkeitsgrades tue ich mir schon ein bisschen schwer dieses Mal. Okay, wie macht man nochmal... Achso, nach oben und den Knopf. Ich habe schon verstanden. Ah, verdammt. Shit. Jetzt darf das bitte nicht wieder schief gehen. Alter, ich wusste ja, dass er damit ausweichen würde. Na warte, jetzt reicht's! Nein! Oh, hätte mich jetzt damit getroffen. Ach so, man muss die eine Schultertaste komplett drücken. Ja, sorry, jetzt muss ich wieder rumprobieren. Ich habe 2 Wochen lang nicht mehr gespielt, weil ich war vorher damit beschäftigt, jetzt das letzte Wochenende meine Wohnung auszusortieren. Damit ich... es musste einiges wieder raus aus meiner Wohnung, besonders meine ganzen Yu-Gi-Oh! Karten habe ich jetzt verkauft. Ich habe noch ein letztes Mal bei den Videospielladen, wo ich diese Karten gekauft habe, habe ich zuletzt noch ein letztes Turnier gespielt und ich habe gemerkt, dass meine Karten schon eindeutig veraltet waren. Denn es ist ja so, ich wollte mich halt auch an dem Turnier probieren. Also, ich wollte noch ein letztes Mal auch an dem Turnier probieren, um zu sehen, wie viel ich noch vom Spiel kann insgesamt. Und, es ist auch so, der Grund, weshalb ich... Nein! Alter! Der Grund, weshalb ich da schon aufgehört habe, ist ja auch, weil... Alter! Das gibt's nicht! Buh! Mach mich nicht wahnsinnig! Nein, diesmal nicht! Oh Mann!
Boah, wie der immer ausweichen muss. Alter, jetzt reiz mal. So, jetzt aber bitte dieses Mal. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Mann! Warum geht's immer beim ersten Mal schief? Jetzt habe ich langsam die Schnauze voll. Du machst mich wahnsinnig. Und da hämmert schon wieder einer rum. Was natürlich wieder brutal nervt. So, jetzt aber ich! So. Naja, ich muss mir erstmal das Spiel konzentrieren. Gewinne ich dieses Mal? Jawohl! Jetzt mache ich massig Damage. Achtung und zack! Ja, das ist doch schon nach Maß. Und trotzdem hat er immer noch mehr Energie als ich. Kann auch jetzt unmöglich schon so viel verbraucht haben. Na schön. Jetzt reicht's aber. Bitte dieses Mal kein Abwärmen beim ersten Mal. Passt. Endlich mal. Darf ich mich wenigstens einmal in der ersten Runde durchsetzen. Ja, sogar die zweite Runde. Wenn ich Glück habe, wird es auch bei der dritten wieder was. Komm. Nein. Schade. Ich wüsste zu gern, was für ein Angriff er dann am Schluss des Drachensprintes eingesetzt hätte. Scheiße, ich bin wieder erschöpft. Nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Und doch dazu die Geisterkanone, das war's. Ein bisschen drauftreten. Okay. Endlich mal geschafft. Und das gibt wieder Erfahrungspunkte vom Feinsten. Vielleicht doch lieber die Künste erstmals erhöhen. Ja, es geht in Ordnung. Was das Passwort bringt, weiß ich echt nicht, aber ist egal. Okay, nach der Zwischensequenz werde ich alles nochmal erklären. Ja, und was bekommen wir dann nochmal? Ach ja, jetzt bekommen wir Superbuch freigeschaltet. Falls jetzt nicht noch eine Sequenz kommt, dann möchte ich noch auf was hinweisen. ホタラの合体は苔の発なのに。おしゅうてくんの体内の嫌な空気が合体を邪魔にしたんじゃ。おいカカロット、こっちだ。トランクスたちがいたぞ。いいぞベジータ。帰ってこい。出がそうぜ。おかしいと思ったらお前たちの仕業か。 Jetzt kommt der Kampf gegen sein Inneres. Nachdem sie ja die anderen befreit haben, müssen sie natürlich auch in seinem Inneren gegen ihn kämpfen. Ja, trotzdem müssen wir gegen ihn kämpfen. Es sinkt den Feind, bevor sie auf Null sinkt. Oh, oh, die Energie sinkt jetzt langsam ab, weil wir befinden uns ja jetzt in... Buhus in der rein. Alter, ich hab extra geblockt, jetzt reicht's. Okay. Transformation, ja, das war der Knopf. So. Zack. Jawoll. Jetzt zeige ich ihm mal, was ich drauf habe. Als dreifacher Super Saiyajin muss ich das hinbekommen. Ist halt immer noch ziemlich schwierig, weil Buh trotzdem ziemlich zäh ist. Ich muss jetzt halt jede Menge Angriffe drauf spammen wie kein anderer. Alter. Jetzt ab dem Bereich, da sinkt die Energie nicht mehr ab. So.
So, vielleicht schaffe ich das jetzt. Weil wenn ich da jetzt verkacke, dann habe ich halt jetzt versagt. Aber immerhin habe ich schon mal ganz... Ja, ja, natürlich. Immer wieder am Anfang. Das wär's. KO. Na gut. Ich kann mich da irgendwie nicht konzentrieren und das erklären, worauf ich eigentlich hinweisen wollte. Na gut, ich versuche das jetzt trotzdem mal. Also. Es ist ja so, der Grund, weshalb ich jetzt damit aufhöre, weil ich jetzt all meine Karten verkaufe an den Spielladen, der dies anbietet und auch die Karten ankauft, ist ja die Tatsache, weil ich ja schon, ist ja auch die Tatsache, weil ich das... Alter, oh. Weil es kommt immer wieder was Neues raus und ich komme damit langsam nichts mehr zurecht. Toll. Zusätzlich noch Verteidigung, warum auch nicht. Ich komme langsam bald nicht mehr damit zurecht. Alter! Ich kann mich nicht konzentrieren. Okay, also, wo war ich jetzt gerade? Alter! Mann! Wie viel Energie ich da schon wieder verloren habe. Mann, es ist halt blöd. Ich will auf irgendwas hinweisen und ich kann mich gar nicht konzentrieren darauf. Zum Schluss. Nein! Jetzt ist nur Schluss, Buh. Shit. Der nächste Treffer macht mich eh so wieder down. Ja, wenn ich da jetzt wieder verkacke, dann geht das wieder nicht. Dieses Mal nicht. Okay. Und es ist nun mal so. Da immer wieder ständig was Neues rauskommt, komme ich da langsam nicht mehr damit zurecht. Und mir ist es um das Geld auch langsam schade, dass ich da immer wieder... wenn ich dann immer wieder was Neues kaufen muss, weil jedes Monat oder weiß Gott wann immer was Neues rauskommen muss. Und langsam ist das dann zu viel geworden. Und ich habe es auch gemerkt, weil ich habe nämlich schon seit langem da nichts mehr Neues gekauft und da habe ich auch dann gleich beim Turnier echt keine Chance gehabt. Ich habe jedes Spiel verloren. Aber trotzdem bekommt jeder bei den kleinen Turnier einen Preis. Da bin ich auch froh darüber, dass es auch trotzdem noch... Scheiße! Mann, steh auf, Mann! Ich kann mich nur langsam von dieser... Erschöpfmodus lösen. Oh, das war geil. Ich hätte erstmal Super Saiyajin. Komm jetzt, Buh, hör auf. Nein. Super Saiyajin 2. Und hier. Vielleicht lieber gleich auf Super Saiyajin 3. Zack. Oh. Also, der Unterschied ist deutlich, wie viel Schaden jetzt meine Angriffe machen, wenn ich jetzt über Saiyajin 3 kämpfe. Nein, 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 oh. Nein! Verdammt, die Kacke! Muss ich mich wieder verwandeln, das ist echt nicht zu fassen. Ja, es wurde langsam zu viel für mich mit den ganzen Karten. Vor dem habe ich auch kaum was davon. Aus. Buh. Ja! Geschafft! Gott sei Dank. Okay. Naja, bevor es zur nächsten Cutscene kommt, werde ich das jetzt mal erklären. Und zwei neue Level. Episch. Ja, vielleicht erhöhe ich doch lieber jetzt die Gesundheit auf 6, weil dann habe ich eine gesamte oder eine komplette Gesundheitspalette, oder? Nein. Wird vorschlagen, mache ich es lieber so. So. Oder vielleicht doch lieber die Abwehr. Ja, mach mal's jetzt so, ist egal. Passt schon. So. Und worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Also, der Grund ist, es kommt immer wieder was Neues raus. Ich komme damit gar nicht mehr zurecht und... Pff, es wurde mir langsam zu viel. Und... Ja, das stoppt sich dann nur bei mir unnötig voll.
Ich habe wirklich viel Geld dafür ausgegeben, aber es ist halt nur ein Sammelfieber gewesen. Ich war ein kleiner Fan davon, seitdem ich die TV-Serie gesehen habe und die ersten Karten auch bei uns rausgekommen sind, hatte ich eine Riesenfreude, die ersten Starter-Decks Kaiba und Yugi. Ich meine, jetzt reden wir gerade über Yu-Gi-Oh! Bei einem Dragon Ball-Spiel. Naja, ist auch Anime, ist klar, wie Kloßbrühe. Da möchte ich auch etwas davon, auch etwas Off-Topic-Anime euch mitteilen. Und ja, da... Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Boah, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt noch sagen wollte. Ich komme irgendwie gar nicht zurecht. Dann habe ich mal gedacht, ich verkaufe die ganzen Karten und spiele noch ein letztes Mal mit meinem Deck. Was natürlich keine Chance hatte und leider enthielt es auch eine verbotene Karte, weil ich wusste, ich habe zwar meine Liste der verbotenen, limitierten, halblimitierten Karten aktualisiert, also auf die aktuellste vom April 2014, aber ich habe leider eine Karte übersehen in der Liste. Und zwar habe ich nämlich ein Drachenhanite-Deck verwendet und da war ja die Karte dafür Drachenschlucht verboten, weil angeblich Dracheneinheiten viel zu gut ankam in den Turnieren und deshalb wurde das Dracheneinheiten-Deck dadurch entschärft, aber ich durfte trotzdem, es hat trotzdem keinen gestört, ich durfte es trotzdem verwenden, auch wenn verbotene Karten da auch nicht erlaubt waren. Aber trotzdem hatte ich keine Chance, weil die neuen Decks, die neuen Karten, die sie verwenden, ich weiß nicht mehr genau, was sie alles verwendet haben, aber die ganz neuen Sachen, gegen die kam ich einfach nicht an. Vorletzten habe ich ja auch gegen Europameisterschaftsteilnehmer auch noch gespielt und ja, da ist es auch klar wie Kloßbrühe, dass ich keine Chance hatte, aber was soll's. Ich hatte 4 Spiele, 3 habe ich verloren und 1 habe ich nur gewonnen, weil der Gegner vorher aufgehört hat. Und danach habe ich meine ganzen Karten einfach verkaufen lassen. Ich bin auf einen ganz guten Preis gekommen für die ganzen Karten. Und dann, ja, war es das halt. Meine Yu-Gi-Oh! Karriere ist halt jetzt vorbei. Aber was soll's, ich habe halt jetzt mehr Zeit für Let's Plays und meine Arbeit und anderen Dingen, bla bla bla. Und das Aussortieren hat mir jetzt auch wirklich geholfen. Jetzt habe ich in meinem Zimmer weitaus mehr Platz als früher. Also in meinen ganzen Wohnungen generell, auch meine Dokumente und alles musste ich mal zusammen ordnen, weil das alles nur so einfach ein Haufen war und das musste geändert werden. Unbedingt. Also habe ich mir eigene Ordner für alle verschiedenen Kategorien angelegt. Und so, ja. So ist meine Wohnung dadurch jetzt etwas ansehnlicher. Das wollte ich euch noch sagen. So, weiter geht es mit dem Spiel. Sorry, dass ich euch aufgehalten habe damit.俺は倒せない。こうなったら出口探して逃げるしかねえか。行くぞ、ブジータ。待て、カカロット。このデブのブーを引っぺがしてみる。いや、やめろ。そいつだけは無理に握っては駄目だ。お、俺が俺じゃなくなる。Okay, ein weiteres Kill. Was haben wir denn dieses Mal? Absorption. Ah, das ist wahrscheinlich was für Buu. Kraftzuwachs durch Absorption einer nähebefindlichen Person möglich. Ja, da kann sich dann Super Buu entweder in Piccolo, also entweder Piccolo absorbieren oder gleich Gotenks als dreifache Super Saiyajin oder auch die beste Absorption gleich den Ultimate-Dimension Gohan absorbieren. Aber das ist alles völlig random, wen er absorbiert. Und dann hat er auch deren Skills drauf. Buu ist ganz schön geschrumpft. Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht gewinnen. So, jetzt kommt's zum Entscheidungskampf. Los geht's! Ja, jetzt kämpfen wir dann nämlich gegen Kid Buu. Und der ist ja leider Gottes, ja... Nicht, er ist zwar jetzt kleiner als der Super Buu, aber dafür umso stärker. Er ist der wahre Buu, das reine Böse. Weil jetzt da der dicke Buu rausgenommen wäre, welcher sein böses Potenzial noch unter Kontrolle halten konnte und seine Persönlichkeit noch, und ihn noch eine intelligente Persönlichkeit, ja, gewährleistet hat. Der... was wollte ich jetzt dazu sagen? Sagen wir es mal so, nachdem der dicke Buu rausgenommen worden ist, hat er sich nun in den reinen bösen Buu verwandelt, welcher
ohne welche einfach ohne zu zögern jetzt Planet für Planet zerstört und nach starken Gegnern gesucht. Starken Gegnern suchen zu können, weil er jetzt einfach eine unkontrollierbare Bestie geworden ist. Er hat keine richtige Persönlichkeit mehr, gar nichts. Er ist einfach nur auf Zerstörung und alles aus gewesen. Weil der dicke Buch hat ja auch noch dann wenigstens noch etwas Gutes in sich und nach Mr. Satan nachdem er Mr. Satan begegnet ist, hat er dann gelernt, was Freundschaft bedeutet. Weil vorher war er auch noch böse und hat in der Welt Ärger getrieben, aber nach der Begegnung mit Mr. Satan wurde er gutartig. Und nachdem er sowohl deren Hund, den sie als Haustier gehalten haben, als auch Mr. Satan angegriffen wurden von irgendwelchen Banditen, wurde er so wütend, dass er das Böse in sich ausgestoßen hat und somit, und welches sogar eine eigene Form angewandt hat. Und diese böse Form hat den dicken Bu besiegt, in Schokolade verwandelt und in Schokolade verwandeln lassen und den dicken Bu gegessen und dadurch auch absorbiert. Und so ist daraus Super Bu entstanden. Und ja, nachdem jetzt der dicke Bu wieder rausgenommen worden ist, ist er wieder das reine Böse geworden. Und das sehen wir hier und jetzt. Bin mal gespannt, ob ich das schaffen werde. Aber dabei lässt er die anderen zurück, die was er befreit hat, seine Familie und die anderen, ja, die ganze Erde wird nun zerstört dadurch. お前のポタラを悟空たちもやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。いや、こいつはもういい。ケース。やっぱこいつはさ、俺たち向きじゃねえんだ。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。 Ja, jetzt müssen wir mit Son Goku allein gegen den kleinen Buu antreten. Übersetzungsfehl, das heißt mit einer Genki-Dama, möchte ich nur anmerken. Genki-Dama? Genki-Dama datte? Muri da. Ikura Chikyuujin minna kara chokku zutsu kyu atsumetatte. Naja, die Erde ist zwar zerstört worden, aber aber in der Ferne haben sich noch auf den neuen Planeten Namek haben die Namekianer noch ihren eigenen Shenlong, also Porunga, gerufen und haben ihn und haben seine haben jetzt sich von ihm gewünscht, dass die Erde und die ganze Bevölkerung wieder darauf, also die Erde wieder hergestellt wird und die ganze gesamte Bevölkerung darauf wieder lebt. Und jetzt wollen sie natürlich sowohl deren Energie als Und jetzt wollen sie auch noch nochmals deren Energie nutzen, um eine riesige Genki-Dama zu erschaffen, damit Super Buu und damit Kid Buu zu besiegen zu können. Ja, früher war nämlich auch die Genki-Dama dadurch deswegen auch nur ziemlich klein bei der Saiyajin-Saga. In der Freezer-Saga wurde sie deshalb nur größer, weil die Energie, nicht nur die Energie von Namek, sondern auch die Energie aller benachbarten Planeten hergenommen worden ist. Und jetzt wollen sie natürlich die ultimative Energie nutzen mit der Energie, mit der fast vollständigen Energie aller Erdbewohner. Ja, Vegeta!
よし、行くぞ魔人ブー。 Genau, jetzt bekommen wir wieder den Skill. Die Genki-Dama, der ultimative Angriff. Müssen wir natürlich irgendwie auch ausrüsten können. Das heißt also, ich nehme dafür das Warp-Kamehameha raus. Dann habe ich wenigstens den ultimativen Angriff. Es ist ja nun mal so, dass ich ja leider Gottes nicht alle Skills hier einfügen kann. Ich habe nur maximal 7 Plätze für die Anpassbox. Und Son Goku hat leider die allermeisten Fähigkeiten von allen. Mit allen anderen Charakteren geht sich das vielleicht aus. Aber mit Son Goku, nee. Aber okay. Jetzt haben wir die Genki-Dama ausgestattet. Ich denke, das müsste auch aus... Nein, nicht Super Saiyajin 3 wegnehmen. Ich wollte jetzt mit B-Knopf beenden. Das geht nur mit Y. Weil früher war das auch immer so, dass man mit dem B-Knopf beenden konnte. Okay, und los geht das. Aber im nächsten Part, ja? Den Kampf werden wir auf den nächsten Part verschieben, weil der Part ist schon recht lang. Und... ich hoffe dennoch, dass er euch gefallen hat. Wenn dem so ist, Daumen hoch. Und sorry, dass ich dazwischen so lange gebraucht habe, was zu erklären. Es ist halt immer schwierig, dass ich während der Kämpfe muss ich mich halt auch aufs Kämpfen konzentrieren. Und da kann ich mich leider Gottes aufs Sprechen selber oder auf ja oder aufs Erklären nicht so wirklich konzentrieren. Das tut mir nochmal leid. Das fällt mir dann leider Gottes ziemlich schwer. Aber dennoch, wenn es gefallen hat, Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Beim großen Finale der Majin Buu-Saga und vielleicht sogar schon beim Anfang der Dragon Ball GT-Saga, weil in solchen Spielen gab es noch die GT-Saga und leider Gottes in den HD-Dragon Balls bisher noch keine einzige GT-Saga. Ich hoffe, dass sie das wieder einführen, weil Super Saiyajin 4 Son Goku möchte ich auch mal in HD wiedersehen. Den gab es mal natürlich, ich weiß, bevor mich in den Kommentaren darauf hinweist, den gab es natürlich in Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und zwar Super Saiyajin 4 Gogeta und Omega Shenlong. Aber das waren die einzigen Charaktere, die dort vorkamen und das Spiel an sich war ja Crap, wissen wir ja. Egal. Wie schon gesagt, Daumen hoch, wenn es gefallen und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Mal dabei. Seid gespannt, schaut wieder ein. Euer Crash Wolf, wie geht ich nein. Bis zum nächsten Mal von Let's Play. Also bis zum nächsten Part von Let's Play Dragon Ball Z Budokai 3 HD Remake. Also viel Sehen und Tschüss, Leute.